Hallo, heute gibt's Verpflegung von MRE, Meal Ready to Eat, ist Militärnahrung für Tagestrips, reicht den ganzen Tag und deckt halt den Tagesbedarf an Kalorien ab, die man so braucht, normaler erwachsener Mensch. Es sind diverse Sachen drin, gucken wir mal rein. Ist das erste Mal, dass ich sowas esse, aber gucken wir mal, gibt's ja alles Mögliche, ich kenne mich hier nicht so wirklich aus, aber ich habe schon ein bisschen zugehört. Hier gibt's die Verpackung, die das Essen aufwärmt, da ist hier ein Heatpad drin. Raus, keine Ahnung. Ja, hier. Da muss man gleich ein bisschen Wasser reintun. Und zwar bis zu der Markierung hier unten. Und dann sehen wir mal weiter, aber erst gucken wir mal, was es überhaupt zu essen gibt. Hier gibt es irgendwie einen Saft. Grapefruit. Nehme ich mal an. Das ist die Tüte für den Saft. Dann haben wir hier wahrscheinlich das Hauptessen. Nee, Quatsch. Ist Weißbrot, Snackbar. Also ein bisschen zum Vorheressen. Hier. Energy Riegel oder sowas, so ein, ja, ist ein bisschen hart. Hier ist alles Mögliche drin. Kaugummi. Keine Ahnung. Können wir nachher mal reingucken. Käse, Löffel, Baumer. Jetzt sollte man ein bisschen Englisch können. Kartoffeln, Potatoes. Also Kartoffelgratin. Ja, Fleischbällchen in Marinade. So ist es vielleicht ein bisschen besser, zeige ich das ja auch nochmal. Das sind die Hauptessen, die kommen dann in die Tüte gleich rein. Gut, vielleicht fragen sich manche, was das ganze Ding kostet. Das hat mein Kollege gekauft für 8 Euro das Stück ungefähr. Kann man sich online bestellen oder in Militärshops kaufen. Wenn ich jetzt irgendwo auf einer Hütte was essen gehe, beim Wandern kostet es auch mich ungefähr genauso viel. Von dem her ist es auch nicht so wild. Man kann hier zwei verschiedene Varianten machen. Entweder erst das Wasser rein, dann wird es ein bisschen schneller heiß. Das können wir eigentlich machen. Hat mein Kollege gestern auch gemacht. Oder man macht erst die Verpackungssachen rein und dann erst Verpackung und dann das Wasser. Wir probieren es jetzt mal so rum. Viel Wasser brauchen wir ja nicht. Das ist fast ein bisschen zu viel. So passt es, denke ich, gut. Ja, jetzt habe ich eins schon weggemacht. Ist das hier? Das können wir eigentlich. Ich habe gar keine so eine Ding-Karte dabei. Das ist ein altes. Das macht dann in die Verpackung da rein. Naja, habe ich mir gedacht. Mein Kollege sitzt da drüben, der macht sich auch gerade ein Essen ready. Ja, das kommt sicher auf der Verpackung. Es wird jetzt schon richtig heiß. Vielleicht klappt es so wie gestern auch, dass hier
bisschen rausdampft. Es stinkt ein bisschen, jetzt seht ihr es. Boah, das wird richtig heiß. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. So, Essen ist drin. Einmal umknicken und dann in die Verpackung rein, damit es schön zusammen ist. Boah, das ist brutal heiß. So, das lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten in einem Winkel von 40 Grad oder so stehen. Wenn ihr nicht wisst, was 40 Grad sind, denkt an ein Geodreieck. Das sind 45 Grad. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Essen fertig ist. So, solange das Essen noch ein bisschen braucht, machen wir hier jetzt mal den Grapefruitsaft. Ist zwar nicht so was, was ich eigentlich gerne trinke, aber ist ja egal, wir sind hier auch für sowas dankbar. Immer den Müll wieder mitnehmen, bitte. Sieht interessant aus. Machen wir jetzt mal hier in den Beutel rein. Gut. Okay, also bis hier ungefähr mit Wasser füllen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, hier Gerold Steiner, aber das stimmt gar nicht. Das war am Anfang mal so. Inzwischen ist es einfach Bergwasser. Hat eine komische Farbe, aber was soll's. Ist Bergwasser, wir sind hier an Gletschern, Gletscherwasser dran. Das kann man einfach so trinken, also. Der Beutel ist wasserdicht, alles gut. Auch der Verschluss ist wirklich hervorragend. Ist aufgelöst. Ein Nachteil bei diesen Bags ist, man hat keinen Becher oder so dabei. Aber wenn man sich zu behelfen weiß, kann man einfach hier oben so einen kleinen Riss reinmachen. Dann kann man das auch daraus trinken. Prost! So, das Essen braucht noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Und das Weißbrot-Zeug hier. Ja, hier. Ein so, sieht ein bisschen aus wie eine Toastscheibe. Und da war ja noch ein Käse dabei. Er ist irgendwie halb flüssig. Sieht ein bisschen seltsam aus. Ah, wir gucken einfach mal. So, Müll will wieder wegfliegen. Ja, kann man gut essen. Der Käse schmeckt so ein bisschen wie die Frischkäse-Ecken, die ihr ab und zu im Laden findet. Ist ganz cool. So, jetzt esse ich jetzt kurz, bis das Essen hier fertig ist. So, wir hatten ja vorher noch die eine durchsichtige Tüte. Hier haben wir noch ein Stückchen Rest vom Käse. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Brot fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ist halt süßlich, weil es Weißbrot ist, klar. Salz! Salz! Zwei mehr Kaugummis zum Zähneputzen danach. Feuchttuch für die Flossen. Das da müsste Toilettenpapier sein. Weiß das? Keine Ahnung. Zucker, sagt mein Kollege gerade. Brauchen wir auch nicht. Ah, doch, vielleicht doch. Hier ist nämlich Kaffee. Auch gut.
Dann brauchen wir vielleicht doch einen Zucker. Ja. Und noch irgendwas für einen Kaffee, keine Ahnung. Milch. Milch? Ja, Milchpulver wahrscheinlich. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen, weil hier weht ganz schöner Wind. Wenn nicht, muss ich das nachträglich nochmal aufnehmen. Also der Scheiß ist übelst heiß. Gucken wir mal, ob es auch sichtbar wird. Nee, heute blubbert es nicht raus. So. Ha? Ja, ja. Dann kommen hier zweimal die Essensteile. So. Hier steht drauf irgendwo, dass es durch die chemische Reaktion nicht genießbar ist, das Restwasser. Also bitte nicht trinken. Ist immer noch relativ heiß. Das tun wir zurück in die Verpackung. So, und dann mal kurz hier abtrocknen. So, jetzt muss ich nur noch wissen, was war. Das waren die Fleischbällchen. Das andere sind die Kartoffeltaschen oder was auch immer. Und dann gucken wir da mal rein. Jetzt soll ich erst den Löffel auspacken. So, riechen tut schon mal ziemlich gut. Fleischbällchen. Schmecken tut es auch gut. Also, kann man durchaus als Tagesration essen, zum Mittag, wenn man mehrere Tage unterwegs ist, ist es vielleicht auch ganz gut, weil dann hat man mittags oder abends immer was Warmes. Das hält auch die Motivation ein bisschen oben. So, die Kartoffelbällchen, die Fleischbällchen waren ziemlich gut. Jetzt gucken wir mal, was noch das Kartoffelzeug hier kann. Naja, vom Aussehen her nicht so toll. Aber wir probieren mal. Ja, also soll Kartoffelgratin sein. Schmeckt nach Kartoffeln. Ja, warte mal, dafür könnte man das Salz benutzen. Salz!